Liebe Mitbrüder, ewige Schwestern, Schwestern und Brüder im Herrn. Dreimal finden wir in der Heiligen Schrift die Prophetie, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Beim alttestamentlichen Propheten Sacharja, wo der Herr diese Prophetie auf sich selbst bezieht. Im Johannesevangelium, als der Soldat die Seite Jesu geöffnet hat und Blut und Wasser aus dem Herzen Jesu strömen. Und schließlich im letzten Buch der Heiligen Schrift, der Offenbarung des Johannes, gleich im ersten Kapitel, wo es heißt, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch alle, die ihn durchbohrt haben. Aber wo können wir in unserer Zeit noch zu ihm aufschauen, wenn sein Kreuz, sein Kruzifix, der Angenagelte, immer weniger in unseren öffentlichen Räumen zu finden ist, wenn Wegkreuze, Gipfelkreuze, ja selbst Kirchtürme und dort das Kreuz nicht mehr selbstverständlich sind. Wenn wir heute nach Heiligenkreuz gekommen sind, und viele sind auch von weit her gekommen, und ich möchte sie besonders grüßen und alle, die mit uns über die Medien verbunden sind, so vielleicht deshalb, weil wir gemeinsam auf ihn blicken. Oder, wenn ich die Worte von dem verstorbenen Papst Benedikt dem 16., die er 2007 hier an dieser Stelle gesprochen hat, in Erinnerung rufen darf: Der Blick der Menschen aller Zeiten und Völker, aller Philosophien, Religionen und Kulturen trifft zuletzt auf die weit geöffneten Augen des gekreuzigten und auferstandenen Sohnes Gottes. Sein geöffnetes Herz ist die Fülle der Liebe. Die Augen Christi sind der Blick des liebenden Gottes. Das Kreuzesbild über dem Altar zeigt, dass dieser Blick einem jeden Menschen gilt. Denn der Herr schaut jedem von uns ins Herz. Nicht nur wir suchen ihn und wollen ihn anschauen. Nein, bevor wir ihn suchen, sind wir bereits von ihm gesucht und geliebt und angeschaut. Und haben dadurch Ansehen, das kein anderer uns geben kann, weil es Ansehen von Gott ist. Deshalb blicken wir also auf zum Kreuz, zusammen mit Maria und Johannes, wie es hier bei unserem byzantinischen Kreuz dargestellt ist und auch dann drüben in der Kreuzkirche zu sehen ist, weil er uns anschaut und liebt. Schauen wir auf dem am Kreuz durchbohrten Christus. Er ist die erschütterndste Offenbarung der überströmenden Liebe Gottes. Ja, am Kreuz bettelt Gott selbst um unsere Liebe. Dieses Ich habe Durst, mich dürstet, gilt unserer Liebe, weil er nach unserer Liebe dürstet. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, wie wir im Evangelium hörten, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt, wir alle, durch ihn gerettet werden. Und in diesem Vertrauen betete der Diener Gottes, unser
heimgegangene Abt Karl Braunsdorfer und wir mit ihm: Ich will in meinem Leben nichts anderes sein als ein Freund, ein Diener und Bote des Kreuzes. Ich bitte dich, mach mich bereit, mein ganzes Leben unter dieses Geheimnis zu stellen. Blicken wir heute auch auf zwei Freunde des Kreuzes, die Gott jung zu sich gerufen hat. Wir sehen sie unter dem Heiligen Kreuz, wenn wir die neu gestaltete Kreuzkirche betreten. Und sie sind auch gleichsam in uns, unter uns intentionaliter gegenwärtig, wenn wir auf den Altar die beiden Reliquien von ihnen haben, vom seligen Anastas Janosch Brenner und von der seligen Gabriela Maria Sagedou, einer Trappistin, die ihr Leben auch eingesetzt hat für die Einheit, für die Einheit der Christen. Schauen wir auf ihr Leben. Sie ist 1914 auf Sardinien als drittes von 7 Kindern des Schafhirten Marc-Antonio Sagedou und seiner Frau Katharina Kuka, die 1962 gestorben ist, geboren. Nur ihre beiden älteren Geschwister Salvatore und Maria Giovanna lebten noch lange genug, um ihre Seligsprechung, die 1983 durch Papst Johannes Paul II. In Rom stattfand, erleben zu können. Die anderen Kinder starben im Kindesalter. Maria trat 1936 bei den Zisterzienserinnen der strengeren Observanz, den Trappistinnen von Grotta Ferrata, ein. Sie bekam damals bei ihrer Einkleidung den Namen Maria Gabriela von der Einheit und wollte als junge Frau mit 24, 23 Jahren, wollte sie ihr Leben für die Einheit der Christen Gott schenken, ihm anbieten. Und was für uns vielleicht heute unbegreiflich ist, Gott hat tatsächlich ihr Angebot in der Weise angenommen, dass sie erkrankte und ihre Krankheit, ihr Leiden, all das, was auch schwer war, ihm schenken konnte, wie sie immer wieder gesagt hat, für die Einheit der Kirche. Wie leichtfertig gehen wir manchmal mit der Einheit der Kirche um. Gott hat nicht die Verschiedenheit von uns nur gewollt, sondern er will auch, dass wir eins sein, wie er im Abendmahl gesprochen hat. Dass alle eins seien. Und nach 15-monatiger Krankheit hat er sie heimgerufen am 23. April 1939. Sie war 25 Jahre alt, eine junge Schwester. Aber ihre Verehrung und ihr Name hat eine solche Verbreitung gefunden, weil sehr bald Gebetserhörungen zu finden waren. Wunder wurden berichtet. Und als man im Jahr 1957 ihr Grab öffnete, war ihr Leichnam unversehrt. Sie wurde daraufhin in das Kloster Vitorchiano überführt. Diese Zisterzienserinnenabtei der strengen Observanz hat seither so viele Berufungen, dass sie in den vergangenen Jahrzehnten 8 Gründungen wagen konnten in Europa und dass schon Gründungen von Vitorchiano weitere Gründungen gemacht haben. Es ist für uns in einer Zeit, wo Klöster geschlossen werden, fast unbegreiflich. Als unser verstorbener Pfarrer Pater Severin Wurdak zusammen mit seiner Mutter, die heute unter uns ist und die ich besonders auch begrüßen möchte, in Rom gewesen sind, haben sie auch fast zufällig
diesen Ort Vittorchiano, das Kloster, besucht. Und Pater Severin war so begeistert von dieser Berufung der seligen Maria Gabriela Sagedou, dass er nach Hause gekommen ist, Bilder von ihr mitgenommen hat und dann bei einer der ersten Besprechungen für die Kreuzkirche gesagt hat: Ich habe eine Bitte. Ich möchte, dass neben dem seligen Janosch Brenner Maria Gabriela Sagedou kommt. Als ich das hörte, liebe Schwestern und Brüder, verschlug es mir fast die Sprache, weil ich nämlich das Gleiche im Herzen hatte, ohne es ausgesprochen zu haben. Und für mich war das wie ein Zeichen von oben, dass das ganze Projekt auch von Gott gesegnet ist und wir tatsächlich auch hier Heilige unserer Zeit unter dem Kreuz finden, an denen wir Orientierung finden und auch Maß nehmen können. Der heilige Pater Anastas Janosch Brenner, er ist uns ja schon seit einiger Zeit ganz nahe gekommen. Ein Mitbruder von uns hat sogar den Namen Anastasius bekommen, der in diesem Jahr seine feierliche Profess abgelegt hat. Er durfte damals die zisterziensische Berufung nur im Geheimen leben, weil schon 1950 in Ungarn die Orden keine Erlaubnis mehr bekommen haben, junge Menschen aufzunehmen. Sie waren vom kommunistischen System unterdrückt. Gerade auch nach der Niederschlagung des Ungarnaufstandes 1956 suchte man gerade bei den katholischen Priestern die Feinde. Und man beobachtete dabei vor allem auch die jungen Priester, nicht zuletzt Janosch Brenner, der nicht nur Jugendliche faszinierte. So hat man ihn in einen Hinterhalt gelockt und gesagt, dass jemand schwerst erkrankt sei in der Nacht. Er müsse ihm die Krankensalbung, die letzte Ölung, die Wegzehrung spenden. Und er machte sich auf den Weg, ging zu Fuß durch den Wald und wurde unterwegs dreimal überfallen und ging immer wieder auch weiter, weil er eben glaubte, dass man ihn nicht angelogen hätte wegen des Kranken. Und schließlich wurde er mit 32 Messerstichen hingerichtet von den kommunistischen Schergen. Und dabei schützte er die Eucharistie bis in den Tod. 2 Jahre vorher schrieb er in sein Tagebuch bei den Exerzitien für seine Priesterweihe: Mein größter Wunsch ist, heilig zu werden, ein heiliges Leben zu führen und alle und andere zu heiligen. Hochheiliges Herz Jesu, sei mit mir. Wir freuen uns so, dass du, lieber Josef, als sein leiblicher Bruder heute bei uns bist. Und wir freuen uns, dass du uns eine Reliquie ex ossibus von deinem Bruder geschenkt hast, wie wir auch eine Reliquie von Maria Gabriela Sagedou haben, die wir dann heute feierlich auch in die Kreuzkirche übertragen werden. Und fragen wir uns zum Schluss: Aber warum überhaupt Bilder? Hatten nicht die Zisterzienser anfangs die Bilder aus ihren Kirchen verbannt und gerade noch ein bemaltes Holzkreuz zugelassen? Warum Bilder? Weil wir, so glaube ich, heute in einer orientierungslosen Zeit wieder Vorbilder brauchen, lebendige Vorbilder. Und ich freue mich so, dass der Künstler Clemens Maria Fuchs es verstanden hat, lebendige Menschen unserer Zeit darzustellen, die uns zeigen, dass Heiligkeit nicht einfach etwas Antiquiertes ist, sondern ein Aufruf, der uns auch von einem Bild her kommen kann, wo Gottes Gnade gleichsam uns entgegenleuchtet.
Die Orthodoxen haben es oft gut verstanden mit der Verehrung ihrer Ikonen. Die Anschaulichkeit, die Begreifbarkeit, die Inkarnation des Glaubens auch für unsere Gegenwart sichtbar zu machen. Denn je mehr das Kreuz verschwindet aus unserer modernen Zeit und je mehr die Vorbilder seiner Heiligen verschwinden, umso mehr wird es finster und wird der Nebel immer dichter. Deshalb brauchen wir die Heiligen, denn sie sind wie Sterne, die uns den Weg zum Leben zeigen. Und weil sie auf ihn zentriert sind und auf Jesus schauen, reflektieren sie das Licht Christi und senden den Strahl seiner Liebe auch in unsere Herzen. Ja, Jesus Christus lädt uns selbst ein in der Heiligen Schrift, wie wir anfangs gehört haben, lädt er uns dreimal ein durch seine Schrift, das Alte und das Neue Testament, zuerst auf ihn zu schauen, der für uns Mensch geworden ist und durchbohrt wurde. Die Heiligen, die ihn umgeben, verstellen sein Bild nicht, sondern machen durch ihr Vorbild dieses Bild Christi transparent und durchbrechen unsere oft dem himmlischen Licht sich verschließende Zeit. Denn Christus ist der heruntergekommene Gott. Er ist vom Himmel herabgekommen, wie wir im großen Glaubensbekenntnis sprechen. Gott von Gott, Licht vom Lichte. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr. Zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.